In vielen Sportarten kann man sich genau auf das vorbereiten, was dann im Wettkampf kommt. Jetzt zum Beispiel im Turnen, du hast genau die Routine, die du runterturnen musst. Also du weißt genau, was auf dich zukommt, kannst dich genau darauf vorbereiten. Und im Klettern ist halt eigentlich das komplette Gegenteil. Man geht auf die Matte raus und man weiß nicht, was vor einem jetzt dann kommt und was man klettern muss. Und, Außer im Speed. Genau, aber im Vorstieg und im Bouldern ist immer eine neue Route an der Wand und man weiß eben noch nicht, was auf einem zukommt und das macht eigentlich das Klettern dann so spannend. Wie löst man jetzt die Bewegung? Das ist sowohl im Bouldern als auch im Vorstieg und ja, das kann man dann, finde ich, eher mit Ballsportarten teilweise vergleichen, wo man einfach ja, theoretisch argumentieren kann, jeder Tennisschlag ist irgendwie ähnlich wie was man schon mal gemacht hat und trotzdem mal jedes Mal wieder was Neues, oder? Und man muss irgendwie auch intuitiv entscheiden, wie man den jetzt nimmt. Das, was, glaube ich, bis jetzt einfach die Spiele da in Paris als Zuschauer für mich ausgezeichnet hat, ist natürlich die Stimmung und die ist eh klar, hat es in Tokio halt nicht so gegeben, aber da jetzt, wenn ich gerade daran denke, ich glaube gestern oder vorgestern das Highlight über 200 Meter Schmetterling, wo der Franzose jetzt da noch über die letzten 50 Meter da das aufgeholt hat, die Stimmung, was da abgegangen ist, das ist schon mega und da freut man sich als Athlet natürlich umso mehr auf seinen eigenen Bewerb. Ja, ich habe auch schon ein paar Wettkämpfe zugeschaut im Fernsehen und man merkt halt, dass es nicht so ist wie beim normalen Wettkampf oder beim Weltcup. Also, aber die Athleten, es sind so viel mehr Emotionen da im Spiel und man merkt einfach, dass es um mehr geht. Aber auch ist es extrem cool, dass man so viele andere Sportarten da mitverfolgt und einmal im Fernsehen sieht, was man sonst eigentlich nicht sieht. Also das ist schon extrem cool an den Olympischen Spielen. In Tokio war es auf jeden Fall, finde ich, so, dass man schon gemerkt hat, dass ja, jeder einfach in einer anderen Drucksituation ist, also gerade bei den Favoriten natürlich, die haben es immer ein bisschen schwerer, dass sie in einer anderen Drucksituation sind wie vielleicht bei einem Weltcup, wo halt einfach 6 im Jahr stattfinden oder noch mehr und die Olympischen Spiele halt nur alle 4 Jahre, dass da die Gemüter ein bisschen anders sind, das hat man schon gemerkt und gleichzeitig ist es jetzt beim Besichtigen oder das Miteinander, finde ich, hat man gar nichts gemerkt und ändert sich auch nichts, weil ja, so machen wir das und jeder glaubt, glaube ich, auch, dass das ein Outcome am besten macht, wenn er mit anderen gemeinsam besichtigt, wenn man sich gemeinsam hilft. Also natürlich mache ich mir auch ein bisschen Druck, ich möchte halt eine gute Performance abliefern und irgendwie ist es halt doch jetzt gerade das letzte halbe Jahr immer nur um das Event gegangen, man lässt Wettkämpfe, man lässt Weltcups aus, dass man da jetzt in Bestform ist, obwohl ich eigentlich extrem gern Wettkämpfe kletter und manchmal eigentlich nicht auslassen will, aber es ist halt für die Vorbereitung einfach besser. Von dem her hoffe ich schon, dass ich einfach eine gute Performance zeigen kann und mit meiner eigenen Leistung dann zufrieden bin. Aber klar, zu den Favoriten würde ich mir jetzt nicht zählen. Es gibt natürlich auch eine klare Goldfavoritin bei uns und dann gibt es, glaube ich, sicher um die 10, die die Chance auf eine Medaille haben. Ja, ich bin auch nicht der Kopfhörer-Typ. Ich unterhalte mich auch mit den anderen Athleten noch viel und eher, ja, bis kurz davor eher noch locker, sage ich mal. Und gerade im Vorstieg verbringe ich natürlich auch sehr viel Zeit einfach nur damit, die Route im Kopf durchgehen, visualisieren. Auch mit anderen Athleten diskutiert man teilweise nur eine halbe Stunde, wenn man die Zeit hat, über gewisse Züge, gewisse Stellen, wo es vielleicht, wo man sich nicht ganz einig ist und überlegt nochmal, wie man, also probiert gewisse Stellen nochmal zu analysieren, dass man perfekt darauf vorbereitet ist. Ja, es gibt sehr viele Athleten, die mit Kopfhörer da hocken. Also ich bin genau das Gegenteil. Ich mag eigentlich das gern, wenn ich so die Umgebung höre und ein bisschen mitkriege, was so abgeht. Von dem her bin ich da ja eher so, dass ich schon mitkriegen mag, wie die Stimmung so in der Halle ist und so. Ich gehe immer sehr schwer davon aus, dass unsere Bewerber immer ausverkauft sein werden. Also wir haben schon 2012 und 2016 Weltmeisterschaften in Paris gehabt, damals ein paar Mal in Bercy. Und auch das war komplett ausverkauft. Also da waren noch viel mehr Zuschauer theoretisch Platz wie jetzt auch in der Arena. Und ja, wie du richtig gesagt hast, das Klettern hat schon eine große Tradition in Paris. Es gibt unglaublich viele Boulderhallen und Kletterhallen. Mittlerweile da extrem viele kletterfanatische Menschen. Und ich erwarte eine mega geile Stimmung. Und wie die Jessie gesagt hat, es sind sowohl bei den Herren als auch bei den Damen sehr starke französische Athleten. Also ich hoffe, dass ich ins Finale komme natürlich, aber ich hoffe, es kommt auch ein Franzose mit mir ins Finale, weil das bringt natürlich noch mal mehr Stimmung.